Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich willkommen zu Pre-Civilization Egypt, dem Nachfolger von Pre-Civilization Marble Age. Das gibt's nicht auf meinem Kanal, habe ich aber auch schon mal gespielt. Das ist ein ganz witziges, lustiges Strategiespiel und gar nicht so einfach zu gewinnen. Das war schon bei Marble Age so. Wir machen mal ein neues Spiel. Hier können wir so, lässt sich den Schwierigkeitsgrad auswählen und wir lassen es mal ganz oben, das ist... Ja, das Leichteste. Das Tutorial habe ich schon mal gespielt. Brauchen wir eigentlich nicht. Ja. Dann laden wir das Ganze mal. Und es hat halt ziemlich knackige Gewinnbedingungen, die man in einer gewissen Zeit dann erreichen muss. Aber schauen wir erstmal. Das ist unsere Karte. Ja, wir bekommen immer einzelne Missionen. Wir sollen unseren Stamm auf 3 Arbeiter erhöhen. Und wir bekommen dann verschiedene Boni. Und hier haben wir schon einen Arbeiter, haben wir schon. Und hier können wir neue Arbeiter erschaffen. Und das kostet ein Lebensmittel. Wir haben aber aktuell nur einen. Deswegen müssen wir den erstmal hier zum Bearbeiten letztlich auf das Feld setzen. Ja, machen dann mal die nächste Runde und müssen erkunden. Denn im Moment... Der erwirtschaftet gerade so ein Lebensmittel. Wir müssen erkunden, das nutzt alles nichts. In der Hoffnung, dass wir hier vielleicht 2 Lebensmittel bekommen. Ja, und siehe da, genau das passiert auch. Das heißt, jetzt können wir einen Überschuss an Lebensmitteln erwirtschaften und uns einen weiteren Arbeiter gönnen, mit dem wir ebenfalls Lebensmittel erschaffen, um dann, der nächste Arbeiter kostet 6. Gut, das werden wir aber tun erstmal. Hier haben wir so Aufgaben. Also wir sind erstmal ein primitiver Stamm und sollten auch ein bisschen was erkunden, nämlich Badari Culture. Aber noch können wir leider nichts erforschen. Wir müssen warten, bis wir die 6 zusammen haben. Produktion erwirtschaften wir hier noch auf dem Feld. Oh doch, wir können was. Guck mal hier. Hier können wir was erforschen. Experimental Breeding, Cult of the Falcon und Domestication of Dogs. Ich würde sagen, wir machen mal hier oben, weil uns das Lebensmittel bringt. Und die brauchen wir im Moment. Und dann können wir hier immer weiter erforschen. Und das, wir müssen hier The Single Pantheon, den müssen wir erforschen. Darauf müssen wir uns auf jeden Fall fixieren, aber bis dahin ist es ein weiter Weg. Wir können aber noch was Schönes erforschen. Dankeschön. Zum Beispiel hier, Cult of the Falcon, kostet 4. Hier sehen wir haben noch 4. Oder das hier. Scouting, -1, finde ich auch nicht schlecht, ehrlich gesagt. Andererseits, das ist auch gut. Dann machen wir das mal. Und dann können wir das nämlich nächste Runde gleich machen. Zack, siehst du? Und wir können übrigens noch einen neuen Arbeiter und haben damit das Ziel erreicht. Ja? Innerhalb der vorgegebenen Zeit. Jetzt sollen wir Experimental Farming machen und 2 Felder mit Weizen da bauen. Gut, Experimental Farming, das gibt es, glaube ich, hier. Das wäre hier. Vielleicht sollten wir wirklich darauf sparen. Ja, aber wir müssen ja auch noch erkunden, Freunde. Wir müssen auch noch ein paar Felder erkunden. Und daher nehmen wir das ruhig mit rein. Dann sind wir ein bisschen schneller und können hier mal ein bisschen... erkunden und der Arbeiter steht dann wieder zur Verfügung. Wir gucken mal, was wir hier haben. Noch ein Weizen und eine Konstruktion. Und was haben wir hier? Nix. Dann würde ich sagen, damit wir einen Nahrungsüberschuss wieder produzieren, machen wir das. Ach doch, es wurden aber 3 Produktions-Items gefunden, die wir zur Verfügung haben. Es regnet. Regen ist immer gut für die Bewirtschaftung hier. Siehst du? Alles +1 Nahrungsmittel hier. Das ist sehr gut, Freunde. Der nächste Arbeiter kostet nämlich schon 16 und so geht es dann immer weiter. Wir können aber Experimental Farming jetzt endlich
erkunden. Das finde ich spitzenmäßig. Okay, und sollen dann, genau, Field of Grain bauen. Das haben wir hier. Da können wir noch Sachen dann produzieren. Bauen wir mal Field of Grain. Und damit wir das bauen können, müssen wir allerdings, kostet 4 Produktion, einen Arbeiter da reinsetzen. Das machen wir mal. Nahrungsmittel möchte ich gerne weiter die Felder nutzen, die am meisten Nahrung produzieren. Und eine neue Bedrohung, und zwar die Wahrscheinlichkeit, dass wir angegriffen werden, sehen wir hier oben. Das ist 50%. Achso, Rebellion. Und hier Chance für einen Angriff liegt bei 50%. Das wäre natürlich nicht so schön. So, 2 Runden, dann können wir einen neuen Arbeiter bauen. Vielleicht schaffen wir es auch ein bisschen schneller. Sehr gut. The Miss of the Ancestor Falcon. Even the elders can no longer remember how it all started, but people believe that the great Falcon Orus founded our tribe and was our ancestor. So, jetzt können wir mal gucken. Wir können hier nochmal Lebensmittel uns holen und Produktion. Wir gehen mal weiter auf Lebensmittel. Und wir können bauen noch ein Field of Grain. Und das machen wir gleich mal. Kommt der dann da rein? Kann gleich weiter produzieren, ne? So. Minus 3 Produktion, müssen wir aufpassen. Und der Lion Tribe wurde entdeckt. Become friends with them or increase the tribe to 5. So they see that we have a lot of manpower and we are dangerous. In 9 Runden werden wir angegriffen, es sei denn, wir kommen bis auf 5. So, wir haben einen neuen Arbeiter und brauchen auf jeden Fall ein bisschen Produktion. Sonst können wir das hier nämlich nicht vollenden. Das ist doof. Ah, wir haben es vollendet. Hier, sehr gut. Plus 10 Nahrungsmittel. Und wir sollen jetzt unser Tribe auf 8 machen. Das ist gar nicht so verkehrt. Wir müssen eh auf 5. Auf 5 schaffen wir jetzt gleich. Nächste Runde haben wir 5. Dann greifen die uns nämlich nicht an. Dann sind wir da schon mal safe. Und ist 50% runtergegangen, die Chance, dass wir angegriffen werden. Und jetzt müssen wir auf 8. Dazu brauchen wir aber neue Behausungen. Ne? Wir sind ja limitiert. 5 von 5 Arbeiter. 5 von 5 Arbeiter. Das heißt, wir müssen erstmal Sachen bauen. Hier nämlich. Das steigert das Arbeiterlimit um 3. Aber wir brauchen die Technologie. Und zwar Dwellings, also Brunnen, sowas, ne? Das wäre hier. Das kostet 30. Das holen wir uns nächste Runde. So. Einen Arbeiter habe ich, glaube ich, nicht platziert, ne? Schlecht, Freunde, schlecht. Wir müssen weiter erkunden. Das machen wir mit dem mal. Und holen uns das jetzt. Oder aber, wir können auch das machen. Weil der erkundet ja jetzt 2 Runden. Dann kriegen wir 14 wieder dazu. Das kostet 12. Dann holen wir uns das nochmal. Dann warten wir die 2 Runden, bis er erkundet hat. 1, 2. Da haben wir das Feld erkundet nämlich. Unsere Priester sagen, dass wir dem animalen Gott huldigen sollen. Wir können das akzeptieren. Das ist natürlich eine Belastung. Würden aber 10% Glauben kriegen, aber 3% Lebensmittel verlieren. Ah, wir machen mal Refuse. Ja, aber wir brauchen die Lebensmittel. Auch wenn es nur 3% wären. Das möchte ich nicht. So, jetzt müssen wir diese Dwellings hier entwickeln. Sehr gut. Und gehen dann mal hier ran, das zu bauen, um... Also eine neue Stadt im Prinzip. Und zwar... Ach nee, ist nur ein kleines Gebiet. Ist noch keine Stadt. Hier kommen denn die Städte, glaube ich, irgendwann, oder? Ah, erstmal Häuser und Workshops und irgendwann... Naja, werden es dann auch mal Städte. Gut, das bauen wir jetzt. Da sind wir mit der Produktion natürlich ein bisschen im Rückstand, aber nur 2 Runden noch. Dann passt das. Oh,
der Kult um den Falken, um den Adler steigt und wir bekommen 5 Glaubenspunkte dazu. So, wir sollen ja unseren Tribe auf 8, das werden wir auch gleich tun, müssen aber auch noch ein bisschen erkunden. Okay, hier haben wir die Area gebaut und erkunden mal die 2 Runden in der Hoffnung, dass wir hier vielleicht noch irgendwas Schönes finden. Jawohl, Lebensmittel. Oh, Sanctuary of the Falcon. Eine Herausforderung. Haben noch 5 Runden Zeit. Das heißt, wir holen uns mal Lebensmittel und noch einen Arbeiter. So, der nächste kostet schon 21. Können wir uns jetzt holen. Und haben erkundet. Das heißt, wir holen uns nochmal ein bisschen Ressourcen und Nahrungsmittel. Und können auch, darf man immer nicht vergessen, hier noch was erkunden. Early Ritual. Boats, Tools, Flax, Badari-Kult. Ich weiß nicht genau, was wir als nächstes machen müssen. Was würde uns das bringen? Kals Kult, das kultische Menü ist da und wir würden da ein bisschen Ressourcen kriegen. Für Rituale und Zaubersprüche. Finde ich erstmal keine schlechte Idee. Machen wir mal. Können wir hier zusätzlich noch irgendwie was... Ah ja, hier oben, ne? Autorität sammeln. Sehr gut. Prima. Können wir das irgendwo abbauen? Nö, kriegen wir erstmal pauschal plus 1. Finde ich gut. Und wir werden hier nochmal ein bisschen erkunden. Und demnächst müsste die Herausforderung kommen. Was haben wir denn hier? Okay, 2 Lebensmittel. Finde ich gut. Badari-Kult. Badari-Culture. Okay. Und Essen haben wir gefunden. Gut. Sehr gut. Ach, hier können wir Kulte dann praktizieren, genau. Da können wir zum Beispiel plus 1 hier Kultur dazu kriegen. Hunting und Fishing plus 2. Und Erkunden plus 1. Mhm, Hunting und Fishing plus 2. Wollen wir da hingehen? Wollen wir das mal machen? So einen kleinen Nahrungsmittelboost uns holen? Wohl, nächste Runde können wir eh einen neuen Arbeiter uns noch. Machen wir mal so. Oder schon mal entdecken noch. Ah, wir entdecken nochmal. Wir müssen 4 entdecken. So, hier kommt nämlich die Herausforderung. The Sanctuary of the Falcon. This honor must belong to us. Wir sollen das bauen. Start building it in the building menu as soon as possible. Wo ist es denn? Ah, hier. Machen wir, ne? Build. Arbeiter. Hier haben wir was entdeckt. Den Arbeiter machen wir rein. Unsere Arbeiter bauen wirklich Tag und Nacht in 15 Runden. Sind wir fertig? Die andere Siedlung wäre fertig in 10. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir es schneller fertig kriegen. Und da wir viel Produktion haben, ziehen wir erstmal gleich. Ja? Ziehen wir erstmal gleich. Und gucken mal, dass wir uns noch hier Nahrungsmittel holen. Die können wir dann nämlich auch noch einsetzen, um den Bau so ein bisschen zu beschleunigen. Und jetzt... Ja, ja, wir werden das noch beschleunigen. Jetzt gucken wir erstmal... Können wir so einen Kult noch holen? Primitive Dwellings haben wir schon discovered. Plus 1 Lebensmittel. Finde ich gar nicht schlecht, ne? Holen wir uns das nochmal schnell. Haben wir nämlich plus 6. Und wir müssen, Freunde, hier noch... Was ist das? Ach so, 48 Gebiete sollen wir scouten, entdecken. 12 haben wir schon. Kriegen wir eine Belohnung. Und hier hauen wir mal ruhig 2-mal Lebensmittel rein. Dann sind wir in 7 Runden fertig. Und noch einmal Produktion, dann sind wir in 6 Runden fertig. Das soll ja wohl passen, oder? Oh, die Götter sind uns gnädig. Wir können uns Kulturpunkte holen, plus 10% oder die 26
Nahrungsmittel. Wir huldigen den Göttern und kriegen 10% Forschungspunkte letztlich dazu. Das finde ich wichtiger. So, wie sieht's hier aus? Ich würde gerne noch ein bisschen was erkunden. Das heißt, wir warten jetzt nochmal eine Runde. Holen uns einen neuen Arbeiter. Och, der Bulle hat uns Lebensmittel beschert. Sehr gut, das ist dieser Tribe da. Der ist neutral zu uns, deswegen ist es gelb. Gibt noch rot, dann sind sie kriegerisch. Und grün, dann kämpfen sie. So, wir können uns jetzt einen neuen Arbeiter holen und können das nochmal hier... Dann müsste es nächste Runde fertig sein. Dann haben wir die Herausforderung nämlich... Hoffentlich bald abgeschlossen. Sehr gut. Sanctuary of the Falcon. Da oben sitzt er auf dem Stab. Sehr, sehr gut. Das gucken wir uns, nochmal an. Toll. Guck mal, die Kinder spielen mit den Hunden. Verarschen die hier oder was? Mit Angeln? Witzig. Na fein. Wir haben es geschafft. Die nächste Mission ist es hier, die Gebiete zu erkunden und Klassen sollen wir noch entwickeln. Und was ist hier? Overpopulation. Das ist nicht gut. Das heißt, wir müssen neue Behausungen bauen. Das wäre hier oben. Field of Grain sollen wir bauen. Okay. Scout west of the city. Wir müssen erst das machen, bevor wir das machen können. Und sollen westlich der Stadt... Ja, hier dann. Sollen wir noch scouten? Machen wir mal schnell. Schlecht mit der Überbevölkerung. Aber östlich können wir ruhig auch ein bisschen uns umschauen. Und wir können wieder Sachen auch erforschen. Das sollten wir auch mal tun. So. Was das jetzt? Oder müssen wir noch weiter westlich gehen? Nein, Field of Grain können wir bauen. Dann kommt da ein Arbeiter schon mal rein, der es baut. Gucken mal, ob wir das beschleunigen können. Ja. Accelerate the building by 2. Das machen wir mal. Dann dauert es nur noch eine Runde. Und dann gucken wir mal, was wir noch erforschen können. Ich wäre für Produktion Field of Flex. Classes sollen wir ja machen, ne? Wo sind die? Hat er gesagt, wir sollen Classes. Also Klassengesellschaft hier auf hier oben. Das heißt, wir müssen hier oben weiter. Machen wir mal. Und das nächste sind 120. Holy moly. Mhm. Nun ja. Nun gut. Wir müssen unser Bevölkerungslimit pushen, Freunde. Das nutzt alles nichts. Deswegen müssen wir da auch Field of Flex dann noch entwickeln. So, gucke hier. Oder dieses Ding gebaut. Wir können jetzt... Jetzt können wir hier das Bevölkerungslimit erhöhen. Machen wir auch gleich. Und können das wieder beschleunigen. Machen wir auch. So. Ja. Das ist nämlich auch gleich wieder fertig. Wunderbar. Sehr gut. Und jetzt haben wir nämlich noch zwei Bewohner, die wir bauen können. Primitive Dwelling Area. Sehr gut. Das heißt, wir scouten mal hier noch. Und könnten das noch bauen. Das Bevölkerungslimit auch nochmal hochsetzen. Können wir nicht noch? Genau, dann machen wir das so. Und so und so. Ja, dass wir das Bevölkerungslimit noch hoch machen. Immer schön am Limit sind. Und gucken mal, was wir hier noch erforschen können. Field of Flex. Aber... Ich wäre wirklich dafür, dass wir hier vielleicht straight versuchen, schnell hinzukommen. Ja. Um wirklich uns weiter zu entwickeln. Und natürlich müssen wir hier noch die 48 Gebiete uns weiter erobern. Gut. So weit, so gut erstmal, glaube ich. Man muss wirklich straight hier rangehen. Immer gucken, ob wir es schaffen zu gewinnen, zumindest überleben. Das wäre schon mal das Ziel. Ich hoffe, dir hat es gefallen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge hier von Pre-Civ Egypt. Hoffe ich doch. Ja. Ich rechne mit dir. Bis dahin. Ciao, tschüss. Dein Lumi.